einmal anrufen und dann reden, 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 reden. Tahuti, wen haben wir in der Leitung? Hallo, hier ist Nadine. Nadine, ich grüße dich. Was für eine süße Stimme. Was kann ich für dich tun? Ich wollte gerne mal wissen, ob meine Engel eine Botschaft für mich haben. Na, du musst den Engeln eine Frage stellen. Die Engel plappern nicht einfach drauf los. Ich hätte gern gewusst, ob ich noch mal mit meiner Familie zusammenkomme. Also momentan bin ich im Streit. Welche Familie? Väterlicherseits. Ja, es gibt Diskussionen, weil du nicht immer das machst, was man zu dir sagt, weil du deinen eigenen Kopf hast. Ich mache nie das, was man mir sagt. Das ist ja das, was ich dir gerade gesagt habe. Du könntest ja mit mir verwandt sein. Tahutis Paragraph sagt immer, bei mir kriegt jeder recht, dessen Argumente besser sind wie meine. Gell, Nadine? Ja. Mhm, 1, 2, 3. Welchen willst du haben? 3. Okay. Na, so schlimm ist es doch nicht. Du sollst ja bei dir bleiben. Du sollst dich ja nicht verleugnen, Schatz. Also du bist, was du halt ein bisschen machen könntest, also wäre vielleicht, dass du ab und zu mal das Schwert niederlegst. Ja, da denke ich gerade momentan oft drüber nach. Ja, weil ich meine, ein Krieg kann ja nur so lange herrschen, ja, solange ich mitspiele. Mhm. Und da neigst du ja gern dazu mit deinem Übertemperament hier, du kleine Wildkatze. Ja, es sind auch viele Verletzungen. Nein, weißt du, Verletzungen können nur entstehen, da gehören immer zwei dazu. Keiner ist unschuldig dran. Ja. Ja, und man muss immer zwei Seiten verstehen, nicht immer nur eine. Es ist auch wichtig, dass man zwei Seiten zuhört, weil ich kann dir viel erzählen. Das gilt in Freundschaften, das gilt in Beziehungen, das gilt in allen Bereichen. Und du hast hier definitiv schon auch ein bisschen dein Temperament, was des Öfteren mit dir durchgeht. Da gibt es so etwas Schönes, was ich immer sage. Vielleicht sollte man immer erst eine Nacht darüber schlafen, bevor man dann gleich schießt. Ja, das stimmt. Mhm, das ist nämlich bei dir so ein Thema. Pfiou. Weißt du, was ich meine? Ja. Mhm. Das ist eigentlich eine Skorpionader so manchmal, ne? Mhm. Also ich würde dir wirklich empfehlen, leg mal dein Schwert ab und die Dinge renken sich wieder ein. Okay. Also, viel Erfolg. Danke. Tschüss. Tschüss.